Die Zukunft ist nicht nur digital, sie ist auch vernetzt. Das betrifft auch die Medizin. Deshalb diskutieren Experten im Medica Econ Forum über das Thema Medizin 4.0. Wir sprachen darüber mit Günther van Aalst von der Techniker Krankenkasse. Herr van Aalst, sind wir schon bereit für neue Lösungen? Ja, ich denke, die Bürger sind ohne dies bereit. Die Digitalisierung ist im normalen Lebensumfeld schon sehr ausgeprägt, sehr stark ausgeprägt. Und im Gesundheitswesen werden wir diesen Schritt jetzt auch vollziehen müssen. Die Erwartungshaltung unserer Versicherten, das beweisen auch unsere Nachfragen, ist da relativ hoch und es gibt da einen klaren Handlungsbedarf. Und wie können die Möglichkeiten aussehen, die uns Medizin 4.0 bietet? Also wir sind da am Anfang der Möglichkeiten, aber Videosprechstunde ist ohne jeden Zweifel eine Lösung, die jetzt sogar ja auch über das E-Health-Gesetz gesetzlich ermöglicht worden ist. Das ist die Möglichkeit, einfach schnell den Kontakt zum Arzt in der Weiterbehandlung durchzuführen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der Transport von Expertenwissen im Bereich der Infektiologie, wo es hohe Spezialkenntnisse und Erfordernisse gibt, die aber nicht an jedem Ort verfügbar sind. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, über Telekonsultationen und telemedizinische Anwendungen dieses Expertenwissen dann ortsnah verfügbar zu machen, ohne dass der Patient jetzt zum Experten transportiert werden muss, sondern wo die Expertise dann zum Patienten kommt. Und wo hakt es bei der Umsetzung noch? Ich glaube, ein großes Problem ist im Moment noch das fehlende Verständnis für ein schnelles Umsetzen dieser Möglichkeiten. Hier die meisten telemedizinischen Anwendungen unterstützen vom Grundsatz her lediglich bereits evaluierte standardmedizinische Funktionen. Und in den Fällen muss eigentlich klargestellt werden, dass es dann keiner aufwendigen Evaluation bedarf, sondern dass diese Dinge, wenn sie datenschutzrechtliche Sicherheitsaspekte entsprechen, wenn sie Qualitätsanforderungen entsprechen, dass die dann auch so in die praktische Versorgung hinein können.